kündigte eines Morgens die Ankunft niederländischer Helden am Königshof in Worms an. Burgund will Frieden. Ja, wir wollen mehr Frieden wagen. Die Liebe zwischen Mann und Frau, die hübsche Minne, war das ganz Besondere. Weiß um eure Liebe, treuer Siegfried. Ihr habt Burgund, ihr habt unser Leben gerettet. Auch deshalb will ich euch meines anvertrauen. Im fernen Island, da lebte eine Königin, die war unermesslich schön. Und sie hatte übermenschliche Kräfte. Erkennst du dich? Ja, ich stehe hinter ihm. Durch die Tarnkappe der Nibelungen unsichtbar gemacht. Ich werfe für ihn, ich springe für ihn. Ich stoße die Kugel vor ihm. Brünhild ist besiegt. Er hat mir 1000 Feinde schon erschlagen. Der Held, der mich besiegte, dankt ihm das. Er ist ein König wie ich selbst. Und gab sich aus als einer deiner Knechte? Mein Siegfried gab ihn mir. Nun setz ihn noch herab. Ich bin geschmäht. Und deswegen will ich Rache! Rache! Schreit Burgund! Nieder mit König Gunther! Hagen soll sterben! Brünhild soll untergehen! So wurde Kriemhild die Königin der Nibelungen und Königin der Hunnen. Ihr Helden von Burgund nur dazu geladen seid, dass ihr sterben sollt in der Hunnenland. Ich hatte stets gehofft, dass die Leser meiner Geschichte erschrecken. Begreifen würden, dass Gewalt und Blutvergießen keine Lösung sind. Und die Menschen sind wohl nicht so. Sie lernen nichts aus der Geschichte. Und schon gar nicht aus Geschichten.